Stories gemacht. Cool. Und das ist total cool. Super. Beim ersten Mal war es ein bisschen hakelig, das ist super gewöhnt, dann als Serverler, aber jetzt die zweite Runde toll. Ja, cool, super. Ihr macht das auch schon lange, oder? Ja, ja, also doch mit der AG. Sag doch mal, was wir so da. Ja, können wir drauf schauen. Also, unsere erste Story hier für die nächste Runde ist: Als Shop-Kunde möchte ich mit Mastercard bezahlen können. Super, oder? Können wir mal so eine gute Frage rein. Wer findet das für eine User-Story? Ist das eine gute User-Story? Jetzt hat man das Unterricht, das einer ist ja nicht so schlimm und eigentlich schon. Ja, genau. Aber die ist jetzt wieder mit gut. Als Entwickler möchte ich eine complicated text API aus unserem Code extrahieren. Ah, super, oder? Das ist auch ganz klar, was wir wollen. Wer findet das mit User Story? Wer ist Entwickler? Wer findet das mit schlechte User Story? Ja. Ja. Also ich würde ein bisschen nachdenken, aber die gibt gar nicht. Ich mache da mal zwei Minuten drauf. also als Entwickler ist ja noch mal davon Kunden weg als der Broker. Ich meine, bei dem Broker könnte man ja sagen, ja, das ist der Stellvertreter, Proxy-Kunde und so weiter. Aber der Entwickler ist ja nicht maximal weit weg vom Kunden. Ja. Das ist nee, und das hier, Komplikation, bleibt, das verstehe ich noch nicht mal. Das verstehen die Kunden ja überhaupt nicht. Ich mach die einfach so irgendwie Techno-Kram und so. Ja. Die haben schon Kunden. Ja. Zwei. Ja, Kunden, das ist der Shop-Kunde. Der hat noch mal zu. Ja, genau, bei der ersten Mission war es sehr gut. Da ist ja der Shop-Kunde auch sichtbar und Mastercard. Wirklich mehr als Kunde auch. Das ist auch alle Leute, die das machen. Nee. Ja, also zwei von drei. Eine ist so ein bisschen gemischt. Also eigentlich überall sind gute, so ein Glück. Ja. Du erinnerst dich doch, als wir damals diesen Workshop gemacht haben, User Stories, an dieses Let's Shape, womit man gute und schlechte User Stories unterscheiden kann. Ja, ja, ja. Okay. Mal gucken. Gucken wir da mal nach. Invest. Independent. Ja, wenn der mal durchgeht, also ich finde bei der ersten Story, da ist das ja eigentlich alles gegeben. Ne? Die ist independent, ne? Ich kann sie implementieren unabhängig von anderen, ich kann erst Mastercard machen und dann wieder Visa oder andersrum. Wie groß die Algorithmen? Ja, ist ja auch. Kann man sagen, wir machen das da oder wir machen was anderes oder wir können den genauen Scope noch definieren. Valuable ist natürlich auch, also für mich als Kunde ist das super, super wichtig, machen das zusammen. Absolut. Estimatable, ich auch, ne? Small, vermutlich auch, ne? Das würde sie auch.
geht, glaube ich, auch darum, wie die der Zuschauer sich damit beschäftigt, so Story, weil wir ja keine Ahnung von dem. Ich wundere mich, wie die das wissen konnten, aber der Team hat keine Ahnung davon. Da jetzt das wirklich anbieten können, weiß ich. Und dann haben wir gesagt, probieren wir mal, ob wir da, wir machen mal, wir testen das mal, wir probieren mal, ob wir sowas rausziehen können.
so ein bisschen ein Spike. Ne? Ja, ja. Also wir gucken mal, ob wir etwas schnell hinkriegen, ob wir damit was zu lernen, zu sprechen, was die machen. Das ist gut. Lernen ist gut, lernen ist gut. Ja, das ist dann auch gut. Der gesagt, ihr macht das, weil ihr rausfinden wollt, wo das Markt gut ist. Genau, das Ganze ist einfach zu bauen, das vielleicht Wochen nach Arbeit zu investieren und festzustellen kann. Also ist eine Art von Risikominimierung, die ihr da betreibt. Eigentlich ist das Risikominimierung, genau. Das ist nicht wie der Markt so aussieht, ob es ein Interesse dafür gibt. Ich bringe das mal dazu. Das ist auch eine interessante Frage. Möchte ich adressieren und in dem Fall wäre das ja eigentlich Marktrisiko. Das ist Marktrisiko, genau. Interessant. Wie ist das hier? Ja, eigentlich hier im Aufbau von Risiko. Da haben wir unser System, das technische Risiko, dass wir etwas nicht umsetzen können. Und das ist aber ein Zweifel. Das ergibt schon irgendwie auch Sinn für mich. Risiko minimieren finde ich wichtig. Ja, das ist schon wert. Ja. Ja, das heißt, man müsste sich eigentlich auch die Frage stellen, was sind die größten Risiken, die ich gerade habe und wie kann ich die adressieren? Und daran hängt dann auch noch, wenn ich das Risiko beschäftige. Und wie soll es die erste Aussage, dass wäre das eigentlich nichts, was bei mir das so stehen sollte? Ich erzähle nochmal, warum ich am Anfang getroffen hatte, dass es nicht so ist. Weil ich auch gesehen habe, dass Teams genauso eine Story machen und dann ist da noch so ein kleiner Nachsatz, eins von normal. Eins von normal, genau, ja. Ja, das habe ich auch. Das heißt, wir machen erst hier nur die UI und dann später machen wir die Datenbank und dann machen wir die Plattlogik. So, das ist doof, ne? Weil dann die ist wirklich independent. Weil wenn ich die erste mache, muss ich die anderen machen und jetzt alle fertig sind, muss neu integrieren. Und der große Pläne von 4 von 3. Ja, 4 von 3, genau. Und das will man ja eigentlich vermeiden. Das ist ja sozusagen so, du nimmst jetzt hier nur den Clipper. Das macht die Maximal. Maximal wäre das und dann macht man einen Clipper. Dann macht man rein. Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären, was das mit dem Clipper macht. Ja. Weihnachten.
Domino Steine kennt ihr alle, ne? Wer möchte einen? Na, so ist es einfach. Dann sieht man, da sind drei Schichten drin. Dann haben wir es hier nochmal vergrößert. Oben Marzipan, in der Mitte Schipper und Lipo. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Feature ist genauso, dann wäre es Marzipan, UI. Kleber von Flubi, passt ja auch ganz gut, ne? Und dann kann der Marzipan. Und die Story, die ich wieder geschrieben habe, die bezieht sich ja nur auf Marzipan. Das schmeckt zwar lecker, aber ist ja nicht total ungestört. Aber das ist ja total merkwürdig. Keiner würde ja oben nur das Marzipan essen. Was wir ja eigentlich machen wollen, ist mal so schön einmal wirklich beißen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht immer eine User-Story. So ein kompletter Durchschnitt durch alle Schichten. Das ist ja was, das kann ich dann eigentlich in der Regel auch schon dem Ausliefer zum Kunden geben und der kann auch noch drauf nachmachen. Nicht so wie mit eurem Mac-Button, der kann das benutzen und vielleicht kann er mir sogar schon Geld erhöhen. Und dann würdest du richtig sagen, die Einrichtung hat das kein Lust zu schneiden. Genau, schmeckt nicht mehr. So wie so ein Fleisch schmeckt. Genau. So. Und ein Grund, der auch wichtig ist, das so zu machen, dass man Erfahrung hat, wenn man so Projekte hat mit Deadlines, Projektplanung und wichtigen Terminen und so. Da will man ja ein bisschen Planungssicherheit haben. Das heißt, willst du irgendwann mal wissen, dauert das noch 6 Wochen oder 6 Monate, bis das Ganze der ganze Jungluschein aufschmecken ist. Wenn ich das jetzt so mache, noch immer so schöne Bisse hier durch die ganzen Jungluschein, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn ich jetzt ein Drittel aufgegessen habe, habe ich auch ein Drittel der Zeit drauf. Das ist zumindest dann so die Grundlage. Das wäre auch so die Idee, wenn ich das so richtig aus dem Plan verwende. Das Problem ist, wenn ich jetzt aber nur die UI jetzt mache und habe die komplett fertig, dann würde das überhaupt nicht, dass ich ein Drittel des Jungluschleins fertig habe, weil vielleicht dauert der Kleber viel länger. Muss ich runterführen. Das ist eigentlich bei beiden und bei beiden. Stories hier in der Mitte der Fall. Das eine ist nur UI, das andere ist eigentlich dann auch nur der Lieblings. Genau. Das ist ja die Kraft. Deswegen hatte ich auch gesagt, ja, schlecht diese Story und die Produkte auch zugestimmt, vermutlich aus dem ähnlichen Grund. Aber das macht schon Sinn, irgendwie das auch so zu machen. Das hängt halt komplett davon ab, was ich eigentlich damit erreichen will. Ja. Du hast beim Plan angesprochen, das kann ja eigentlich auch eine Form von Risiko sehen. Ne? Ja. Also, wenn wir so Domino und Stein komplett machen, dann wollen wir damit viel mehr adressieren, dass wir das Planungsrisiko reduzieren. Ne? Das so sehen. Interessant, also haben wir jetzt drei verschiedene Risiken gefunden, die wir explizit adressieren wollen, aber das nehmen wir User Stories, die gar nicht so nach User Stories aussehen. Und das Thema, was du mir erzählt hast, kann das durchaus sein. Also wenn ihr dieses Marktrisiko habt und dieses technische Risiko, dann muss es vielleicht wenn ihr so zu schneiden. Wenn ihr Planungsrisiko, wenn das größte wäre, dann würde ich nicht umschneiden. Und dann gibt es auch, User-Stories, die halt viermal gut sind. Ne? Und wenn man die jetzt rausnehmen würde von da, also an einem Team, an einer Umgebung geht, dann ist das wirklich schlecht, diese Stories. Dann ist ja auch die Frage, die bleiben im Team, du schreibst die, lässt sie halt der Team und dann wäre das einfach schlecht.
zusammen und wollten diesen Workshop für User Stories vorbereiten. Da wollten wir ganz vielen Leuten aus der Firma User Stories nachbringen, nicht nur den Techniker, die haben sowieso Kontakt, sondern auch unsere Support Teams, Country Management, Produktleute. Und wir dachten, wir sind bei der Firma, setzen uns eine Stunde hin und dann haben wir den Workshop ausgeziert. Und da wurden dann 3, 3,5 Stunden daraus. Und wir haben unsere Beispiel-Stories gesucht, die wir sehr gern konnten. Story, von der wir eigentlich zeigen wollten, so sieht eine gute User-Story aus, dann war die plötzlich schlecht. Und dann haben wir wieder was gedreht und dann wurde aus der schlechten User-Story, ohne dass wir sie selbst verändert haben, auch wieder eine gute User-Story. Und dann nach diesen 30 Stunden war man also, glaube ich, verwirrter als zu Beginn und hatten das Gefühl, eigentlich aber User-Story ist ganz gestartet. Genau. Wenn man im Klapp auch für so Beispiele diskutiert, wie man zum Beispiel einen Raum streicht oder eine Wohnung streicht, mein Wohnung zu Hause sprechen wir im Theatersaal, dann wollen wir nicht drauf eingehen. Was wir für uns erstmal mitgenommen haben, und deswegen wollen wir das gerne mit euch teilen, wir haben gerade einen Aha-Effekt gehabt, an dem Tag, dass wir gesagt haben, okay, es ist schon mehr dabei, als einfach das in das Schema abzuhaken, wenn man sich Gedanken überhaupt mit der User-Story ist. Und was wir sogar herausgearbeitet haben, sind diese Fragen auf dem linken Post-it, die man sich Blinker zu sich nochmal gut stellen kann, um das besser einzuordnen, besser zu verstehen. Welche Risiken möchte ich adressieren und welche Risiken möchte ich adressieren? Sicherlich gibt es noch weitere. Und bei den Risiken, klar muss ich natürlich nicht das Risiko machen, das ist relativ Standard, glaube ich, aber das spielt da einfach auch eine wesentliche Rolle. Ja, genau. Ja. Damit wären wir mit dem Input schon am Ende. Wir haben noch mehrere Minuten Zeit. Wer hat eine Frage? Deine Anmerkung. Ja. Eine Anmerkung. Du hast auch eine mich erinnert das ein bisschen an die gewaltfreie Kommunikation, wo man sagt, es gibt nicht gut oder schlecht, sondern es gibt ja Bedürfnisse, die Leute haben. Und es ist genau das, was Bedürfnisse oder Gründe, die sie haben, was zu machen. Das mit gut und schlecht, glaube ich, ist tatsächlich so. Es ist schwierig zu sagen, die User-Story ist gut oder die ist schlecht, ohne dass man weiß, in welchem Kontext sie eingesetzt ist. So einer der Aha-Effekte dabei. Ja. Ja, natürlich. Die Frage eben gerade war die Anmerkung, dass es ein bisschen so wie bei gewaltfreien Konventionen klingt, dass etwas nie gut oder schlecht ist. Von vorne an. Hängt da auch welche Bedürfnisse ich damit adressieren möchte? Er hat gemeint, die zweite Story ist. Oh. Ja, ich meine, die zweite Story ist hauptsächlich mal anfangen. Durch den Kontext, also um herauszufinden, wie groß der Bedarf ist. Könnten die Entwickler eigentlich auch schon erkennen, oh, das muss man irgendwo speichern, das könnte vielleicht in Google Analytics sind, dann kann ich da wohl die Marktlogik und die Entwicklungsaspekte gleich sein. Ihr meintet, die zweite Story ist hauptsächlich eine UI- und Marzipan-Story. Ja. Und eben dadurch, dass ihr das Orange in der Posten zugeklebt habt mit dem Kontext, ist eigentlich die Fachlogik und auch die DB-Anbindung oder die Persistierung auch gegeben. Also ich finde es dann eine schönere Story und sie ist dann nicht nur UI, sondern eigentlich auch durchschneidend. Weil um das herauszufinden, muss ich sie eben mal sehen. Das ist theoretisch ja auch einfach das Klick damit mit PowerPoint machen, ne? Irgendwo in der Grundlage. Aber dann finde ich es nicht heraus. Ich muss irgendwo natürlich Informationen wieder herholen worden können. Und das ist natürlich, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert mit ohne Funktion. Bei vollkommen ohne Funktion ist natürlich nicht, denn es muss dringend Effekt auslösen. Aber es gibt nicht den Login. Ich würde trotzdem sagen, dass das was ist, was den meisten Filmen tatsächlich etwas ist, was man als UI-Hochlegen qualifizieren würde, einfach aus dem
gefunden. Die Grenze zu schlechten User Stories oder User Stories, wo gesagt, da muss auch schon gearbeitet werden. Also ich würde tatsächlich sagen, es hängt erstens immer vom Kontext ab und Geschlecht interessiert, wäre zum Beispiel diese hier, also auch diese User Story, wenn ich schon genau weiß, gibt es einen Markt dafür. Und wenn ich mir ganz sicher bin, es gibt da draußen Millionen von Leuten, die wollen diesen Socken machen, dann würde ich den einfach bauen. Dann würde ich nicht UI, Play, Feature bauen und so irgendwie einfach, weil dann habe ich dieses Risiko nicht. Und dann geht es sozusagen an den Bedürfnissen vorbei. Davon würde ich es auch nicht anfangen. Das heißt, unsere Aussage ist auch nicht, es gibt diese Unterscheidung von schlechten User Stories nicht, sondern man kann sie nicht unterscheiden, wenn man den Kontext auch nicht kennt. Und das ist nicht. Das ist auch, was wir auch nicht diskutiert haben als Vorbereitung für diesen Workshop. Es gibt ja diese Cheat Sheets, die man User Stories schneiden kann. Da haben wir am Anfang auch gedacht, naja, gut, die drucken wir aus und geben den Kollegen, dann können wir damit loslegen. Dann haben wir uns angeguckt und gesagt, das ist eigentlich total so, das ist unkontrolliert, total nutzlos. Weil da sind alle möglichen Techniken, wie man das splittet, aber auch die Überschlechtung kann auch nur im Kontext überhaupt nicht beurteilen. Also im Grunde ist das hier ja auch eine Splitting-Technik. Ich habe das Feature und ich splitte es jetzt in die Geschichten. Da würde man überall sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf keinen Fall. So, aber wir haben ja für uns zumindest rausgekommen, dass wir jetzt kein Top-Sync-Programm haben. So ist es eigentlich mit allen dieser Splitting-Techniken, dass man die ohne Kontrolle benutzen kann. Und dass wir auch gesagt haben, wir sind sehr vorsichtig unseren Kollegen, diese Cheat-Sheets und hier dann los und suchen sich irgendwas raus, was wir sehen, und dann liegt das durch. Das wird, glaube ich, nachvollziehen. Ich habe auch überlegt, mit den Leuten um sich zu klären, warum sie das so mit einsetzen wollen, was dann erreichen. Das ist das Beispiel für die Kommunikation. Was möchte ich Planbarkeit haben, möchte ich etwas frühzeitig adressieren und das auch klar zu machen, dass ich so Cheat Sheet zum Beispiel reinkommen kann, so verwendet werden und so groß nachzudenken. Gute User Stories sollte eine Einladung zum Gespräch sein. Welche Einladung zum Gespräch gut funktioniert, hängt natürlich mit dem Gesprächspartner an. Und ob die Einladung gut war, finde ich daraus auch nicht den Gesprächspartner, zumindest eine Nachfrage, ob das gut funktioniert. Das ist unser Dialog zum Beispiel darüber. Das ist ein guter Einladung, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Und deswegen, ich vermute am Anfang, dass hat dann auch viele Leute gesagt, erst das Geschäft User Story bei den Moderatorien, die haben wir absolut weggelassen, weil das sonst noch einmal die Dramaturgie nicht funktioniert. Aber wenn man dieses Schema benutzt und auch diese Vorbereitung, dann ist es tatsächlich so, dass eine gute User Story oder in der Regel eine sinnvolle Konversation triggert. Und da würde man dann ja auch besprechen, welche Nixen habe ich denn eigentlich, die ich adressieren muss. Oder was für ein Team habe ich eigentlich, dem ich diese Story geben möchte. Und genau diese Gespräche will ich jetzt führen. Das ist wahrscheinlich wichtiger, als in der Nachfrage zu machen, gut oder schlecht. Okay, dann wir sind noch den ganzen Tag hier. In der Pause könnt ihr uns gerne greifen und noch.